Hallo zusammen, heute habe ich so eine Brosche, das ist eine Schleife in Blau und soviel ich weiß, ist Blau die Farbe des Jahres 2020, also muss es sehr, sehr modern sein. Ich wollte eigentlich etwas Einfaches machen, weil die letzten Broschen, die ich gemacht habe, die waren sehr groß und irgendwie aufwendig, man musste vieles beachten und diesmal wollte ich etwas, was ich schnell machen kann und das ist so eine Schleife. Die ist wirklich einfach, man kann sie schnell machen, so sieht sie auch hinten aus, wie immer mit diesem Verschluss. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und all die, die so eine Brosche nachmachen werden, ich wünsche euch viel Erfolg. Wie ihr versteht, habe ich zuerst natürlich die Schleife gesucht im Internet gefunden. So eine hat mir gut gefallen. Die Größe ist 9 mal 9 so ungefähr. Dann habe ich sie ausgeschnitten. Natürlich hier sind noch zwei zusätzliche Schnitte, damit ich es einfacher auf den Filz übertrage. Dann habe ich das Ganze auf den Filz übertragen. Man kann, damit man die Linien besser sieht, kann man den weißen Stift nehmen. Man sieht die dunklen Linien auch gut, aber die weißen klar sind besser. So, jetzt habe ich das Bild auf dem Filz. Dann nehme ich so einen Stein, der ist 18 mal 10 mm groß und fixiere ihn in der Mitte. Man kann ihn so fixieren oder so. Man kann runde Steine nehmen, viereckige, ganz beliebige. Es muss einfach der größte Stein hier sein und bei mir ist es so einer. Hier unten, wie ihr wisst, gibt es Löcher und durch diese Löcher führe ich die Nadel mit dem Faden und befestige alles ganz, ganz fest. Zuerst befestige ich den Faden, einfach damit es noch besser hält. Doppelt hält besser. So, dann führe ich die Nadel raus und dann fange ich an, den Stein anzunähen. Der Stein ist gut angenäht, wenn man ihn kaum bewegen kann. Zum Beispiel, wenn ich ihn so bewege, ja, logisch, er bewegt sich, aber ich kann ihn nicht irgendwie anders bewegen. Dann heißt es, der Stein sitzt gut, bewegt sich nicht. Jetzt kann ich hinten zwei Knoten machen und den Faden im Filz verstecken. Jetzt nehme ich die schwarzen Perlen, das sind ganz gewöhnliche schwarzen Perlen von Marke Preziosa, die Größe 10/0 und wie gesagt, man kann ganz beliebige Perlen nehmen. Alle Linien, die wir haben, werden wir mit diesen Perlen besticken, aber zuerst machen wir den Rand um den Stein herum. Ich befestige den Faden wie gewöhnlich und führe die Nadel am Stein raus. Die Stelle ist natürlich ganz beliebig. Wir werden mit je zwei Perlen den Rand um den Stein herum machen und all diese Ränder werden wir genau gleich besticken. Ich lese zwei Perlen auf, lege sie auf den Filz, natürlich überall dunkle Farben. Aber das muss eine dunkelblaue Brosche sein. Dann führe ich die Nadel raus und dann zwischen diesen zwei Perlen, genauso schön dazwischen, dann führe ich die Nadel durch die zweite Perle raus und dann lese wieder zwei Stück auf. Lege sie auf den Filz. Führe die Nadel nach unten, dann wieder dazwischen und wieder durch die zweite raus.
Und genau so alle Linien mache ich. Und nachdem ich die Perlenreihen angenäht habe, muss ich sie verstärken. Das heißt, jetzt nehme ich doppelten Faden und mit diesem doppelten Faden gehe ich durch alle Perlenreihen. Momentan habe ich nur zwei, aber das mache ich mit allen, die ich habe. Ich verstärke sie. Jetzt habe ich den Rand und diese zwei Linien gemacht. Das nächste muss ich diese zwei Teile einfach mit Perlen bedecken. Ich nehme dunkelblaue Perlen, Größe 10-0 und das ist die Nummer von dieser Farbe. Die Perlen werde ich durcheinander annähen, das heißt auf einmal lese ich zwei oder eine Perle auf und mit diesen Perlen bedecke ich diese zwei Stellen. Sie müssen ganz nah zueinander liegen, so dass dazwischen kein Filz durchkommt. So, die oberen Teile habe ich schon bestickt und jetzt gehen wir zu unseren Hauptstellen über. Hier möchte ich Steinchen annähen. Ich habe hier so dunkelblaue und etwa hellere hellblaue Steine gefunden und ich habe sie alle in zwei Teile geteilt, also erster Teil, zweiter Teil. Die sind alle unterschiedlich und ich werde sie auch unterschiedlich annähen. Hier ein paar Steinchen, hier ein paar, alles wieder durcheinander und dazwischen werde ich natürlich viel Platz haben. Und da werde ich so hellblaue Perlen annähen. So sehen sie aus. Oder ich zeige lieber im Päckchen. Das ist die Farbe. Und das ist die Nummer. Die Steinchen habe ich angenäht, jetzt besticke ich den Rest mit den Perlen genau gleich durcheinander wie hier oben. Eine Zeit lang arbeite ich schon an dieser Brosche und in dieser Zeit habe ich mich erkältet, deshalb wird meine Stimme so ein bisschen verschnupft klingen. Aber ich muss euch nicht mehr so viel erzählen. Das Erste und das Wichtigste, was ich gemacht habe, ich habe diese schwarze Linie, diese schwarze innere Linie von beiden Seiten nach oben verlegt. Und dementsprechend habe ich nicht mehr so viel von diesen dunkelblauen Perlen. Ich habe die ganze Zeit so geschaut und habe gemeint, etwas stimmt nicht. Ich glaube, das war diese Stelle eben die zu viel von dunkelblauen Perlen. Obwohl ich alles diesem Bild nachgemacht habe, finde ich, wenn man das mit Perlen macht, müssen diese Abstände dunkelblaue kleiner sein. Das habe ich geändert und dann habe ich mit blauen Perlen all diese Stellen bestickt. Wenn man einfach ein Foto macht oder einfach so von oben nach unten schaut, dann sieht es schon ziemlich gut aus. Aber wenn man von der Seite schaut, mir persönlich gefällt es nicht, für mich sieht es nicht fertig aus. Deshalb habe ich noch ein paar Brücken hier angenäht. Das sind so 3-4 Perlen auf einmal, die ich dazwischen platziert habe, zwischen den Steinchen. Und ich finde, so sieht es viel besser aus. Vor allem, wenn man von der Seite schaut, dann sieht es so voluminös aus. Deshalb schlage ich euch das auch vor. Wir machen jetzt hier
solche Brücken, da sind perlmutterne Perlen, genau gleich wie diese da. Dann hellblau glänzend, wie hier, und dunkelblau, genau die gleichen, die ich hier verwendet habe. Das letzte, was mir noch geblieben ist, das sind diese zwei Teile. Hier unten platziere ich Steinchen. Ich habe noch drei Stück. Ich werde schauen, wie ich sie genau dann noch verteile. Und dann muss ich noch alles mit Perlen bedecken. Ich schaue, dass unten die dunkelblauen Perlen kommen, genau gleich wie hier. Und oben dann so langsam, langsam kommen dann die hellblauen Perlen. Ich werde sie genau gleich durcheinander annähen, und damit der Übergang schön ist, nähe ich nicht jede Perle nebeneinander, sondern mit einem kleinen Abstand. Und dann in diesen Abstand nähe ich schon die Perlen einer anderen Farbe, und auf diese Weise wird der Übergang entstehen. So habe ich die dunkelblauen Perlen angenäht. Und jetzt nähe ich die hellblauen an. Jetzt habe ich alles fertig gemacht. Ich nehme meine Superschere, das sind Schere für den Stoff eigentlich. Ich lasse höchstens 1 mm am Rand, schneide dann die ganze Brosche aus. Dann lege ich sie auf die Pappe und schneide genauso eine Form aus. Nur die ist 1 mm kleiner als die ausgeschnittene Brosche. Ich klebe sie zu der Brosche mit der Oho-Alleskleber. Man kann aber beliebigen Kleber nehmen. Man muss einfach sich sicher sein, dass das gut hält. Dann warte ich eine Zeit lang, bis alles trocken ist, schneide wieder die gleiche Form aus Leder, mache den Verschluss ins Leder und klebe genau gleich das Leder zu der Pappe, also zur Brosche. Den Rand, ganz den Rand, lasse ich ohne Kleber, schon wieder circa 1 mm lasse ich ohne Kleber, weil das sehr hilfreich ist, wenn ich dann Leder mit der Brosche vernähe. Ja, und dann treffen wir uns wieder. Nur noch ein bisschen und dann bin ich auch mit diesem Teil fertig. Also ich vernähe jetzt die beiden Seiten, das Leder mit der Brosche, und ehrlich gesagt, ich mag das nicht so. Ich brauche extrem viel Zeit, um das zu machen, und im Grunde genommen sieht man nicht viel von dieser Arbeit. Ja, das ist bloß Rand. Ich liebe die Broschen. Ich liebe die Perlen anzunähen, die Farben und Schattierungen und Perlen und Steinchen auszuwählen, schauen, was wo ich genau annähe, also sie zu gestalten sozusagen, aber den Rand zu machen, so mit diesen Perlen, das mag ich nicht wirklich, aber das muss auch gemacht werden. Und in der letzten Zeit verwende ich immer die sogenannte russische Methode. Ich finde, sie geht am schnellsten. Und da ich diese Arbeit sowieso nicht so gerne mache, deshalb mache ich sie so schnell wie möglich. Hier muss ich zuerst eine Perle auflesen und dann die Nadel durch das Leder und durch den Filz durchstechen. So. Und dann führe ich die Nadel durch unter diesem Faden. So. Und so weiter und so fort. Und ich freue mich, dass hier nur noch so wenig geblieben ist. So, jetzt habe ich auch den letzten Abschnitt geschafft. So sieht die Brosche aus. Ich finde die Steinchen hier sehr, sehr schön. So sieht es von hinten aus, wie immer.
immer der gleiche Verschluss. So. Das war's für heute. Vielen Dank für das Zuschauen und wir sehen uns in nächsten Videos. Bis bald!